Hallo, mein Name ist Chris Strubbel, ich bin der Gründer von No Code Germany und heute entwickeln wir einen Sternenhintergrund. Mein guter Bekannter Joao von Original Plugins hat hierfür ein kostenloses weiteres Hintergrundeffekt-Plugin veröffentlicht. Ihr seht oben im YouTube-Video eingeblendet die anderen Hintergrundvideos, nämlich Matrix-Effekt und Schneefall. Wir legen direkt mal los und gehen in den Editor unter Plugins und installieren das kostenlose Plugin Animated Star Background von Original Plugins. Anschließend gehen wir in das Design Tab. Die Seitengröße ist 960x960. Unter Visual Elements nehmt ihr Background und fügt das einmal auf den Canvas. Wir gehen ins Preview und haben jetzt schon einen ersten Test. Als nächstes gehen wir zurück in den Editor und ihr könnt hier die Geschwindigkeit einstellen. Das Maximum ist 20 und das Minimum 1. Ich persönlich finde 4 interessant. Weiterhin machen wir das Element genauso groß wie den Canvas und positionieren ihn jeweils auf der X- und auf der Y-Achse bei 0 Pixel. Und beim Canvas entfernen wir auch Make this element fixed width. Wenn wir jetzt auf Preview gehen, dann seht ihr, dass wir den Sternenhintergrund nun komplett über den gesamten Screen haben. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt gerne auf den Like-Button oder subscribt unseren Channel. Bei Fragen schreibt uns in die Kommentare. Ich wünsche euch weiterhin sehr viel Erfolg mit Bubble und auf bald.